So. Ist jemand da? Benötigt ihr meine Hilfe? Bitte. Ich brauche eure Hilfe. Ich kann nichts sehen. Meine Teuerste wandert allein durch diese Wälder. Mir ist aber schon klar, dass du ein Geist bist, ne? So, ich glaube, wir müssen hier immer im Kreis bleiben und die Gegner wegmachen. Gut, dass ich Magier bin und Fernkampf habe. Ich habe keinen Mana mehr. Ja, und wenn andere Spieler dabei sind, dann kriegt man hier einen Buff, wo es dann 5% mehr Erfahrungspunkte gibt. Und in einer Gruppe, glaube ich, sogar bis zu 10. So, nochmal 35 Obolusse. Das ist schön. So, was haben wir noch was bekommen? Was Gelbes. Ein Dolch. Ja, den müssen wir nachher mit dem anderen Dolch vergleichen. Hier haben wir nochmal eine Kiste mit Rohstoffen. Was haben wir bekommen? Trüber Kristall. Okay, so, wie gesagt, hier gibt es noch eine Lilith in der Nähe. Einen Moment, jetzt bin ich gerade überlegen. Ich glaube, die war hier oben. Da. Müsste sie sein. Da ist noch eine Lilith-Statue. Die holen wir uns natürlich auch. Wenn wir schon mal hier in der Ecke sind. So, da ist er. War hier noch irgendwas? Nee. Wieder ein Kellergewölbe oder sowas in der Art. Da schauen wir auch mal eben schnell rein. Und eine Truhe. Die nehmen wir natürlich auch mit. Rostige Mine. So, ich glaube, jetzt können wir in die Hauptstadt zurück teleportieren. Wie gesagt, da holen wir uns jetzt noch die restlichen Items und dann machen wir mal den Story-Quest weiter. Dass wir dann auch irgendwann mal ans Mount kommen. So, nee, wir müssen erst hier rum zur Truhe.
Müsste ich jetzt eigentlich die restlichen Sachen hier benutzen können, ne? Ja. So, welcher ist denn besser? Der ist plus 35, der ist plus 16. Ja, dann nehmen wir doch den Dolch, das, den Ring. Ach, nicht zurückpacken hier. Ach, gerade schon. So. Die Sachen ziehen wir dann mal an, ne? Jo. So, diesmal verkaufen wir. Seid gesegnet. Noch etwas? Nö. Gebt unterwegs auf euch acht. Ah, und was wir jetzt... Oh, da können wir noch mit jemandem quatschen. Ich habe ein neues Geschwür auf meiner Hand entdeckt. Das macht bisher 17. Was? Nur 17 Geschwüre? Das ist doch gar nichts. So. Und zwar zeige ich... wir können auch hier langlaufen. Gehen wir jetzt zu dem Händler, wo wir die Oberlose ausgeben können. Da gibt es nämlich Schlüssel. Aber erst quatschen wir nochmal mit ihm hier. Einfach das Brot, sturer Narr. Es war kostenlos. Ich brauche keine Almosen von diesen Bastarden aus der Kathedrale. Das ist aber falscher Stolz hier. Also ich hätte auch das Brot genommen, bevor ich gar nichts habe und hier Müll essen muss. Na gut, muss jeder selber wissen. Ach, da ist er. Da können wir Chorisotäten kaufen. Mein Gott, was für ein Wort. Ne? Also wie gesagt, hier unten sind Oberlust. Im Moment können wir, glaube ich, um die 500 aufsammeln. Mehr geht nicht. Ich glaube, das geht mit von Kapitel zu Kapitel oder so. Oder Level wird das erhöht. Und dann können wir hier Gegenstände für kaufen. Und das können auch legendäre Gegenstände sein. Ne? Man weiß nie, was man hier kriegt. Aber mir ging es jetzt erstmal hier. Ich wollte mal hier 1, 2, 3 Schlüssel mitnehmen. Weil es gibt in der, auf der Welt überall spezielle Truhen versteckt, die man nur mit diesen Schlüsseln aufmachen kann. So, wieso blinkt der Quest? Da war doch gar nichts drin. Okay. Bis zum nächsten Mal. Deshalb macht es Sinn, davon immer so ein paar Schlüssel dabei zu haben. So, wir hatten gesagt, wir machen jetzt hier mit der Story-Quest weiter. Stufe 8, die anderen sind höher, sagt 10 und so weiter. Man kann auch im Prinzip die hier schon machen, aber ich bitte, wir gehen chronologisch vor, ne? Damit wir dann auch die richtige Reihenfolge von den Quests haben. Nee. Hier bin ich verkehrt. Für die Nebenquests und so, die machen wir zwischendurch dann immer mal so nebenbei mit. Oder wenn wir in die Story-Quest noch nicht weiterkommen, weil wir vielleicht von der Ausrüstung her zu schlecht sind, um die, den Endboss dann zu schlagen oder eine Quest weiterzukommen. Hey, der schießt ja auf mich. Dann Level. Das geht hier ratzfatz, geht das. Und dann auf Weltstufe 1, deshalb also die 20% mehr XP, die merkt man gar nicht. So. Nehme ich jetzt Teleport oder mache ich erstmal, glaube ich, ihn hier stärker. So. Ah, jetzt machen wir schon mit der Ausrüstung, die ich jetzt hier zusammen habe, da machen wir natürlich auch schon ordentlich Schaden. Da sollten wir jetzt so schnell keine Probleme mitkriegen. So, da gibt es auch noch eine Nebenquest. Ich weiß gar nicht, werden die nachher noch auf der Karte angezeigt? Wenn die auf... Ich kann die ja schon mal annehmen. Ach, ist das Büchlein hier, genau. Wie ist der Matthew? Meint, ich sei bereit. Ich werde McGrave bei Sonnenaufgang verlassen. Die Reise wird lang, doch mein Glaube ist endlos.
Licht gewähre mir sicheres Geleit zum Kloster, damit ich in seinen heiligen Hallen deine Gnade kennenlerne. Oh, da ist schon wieder ein Event. Wie gesagt, Events nehmen wir auf jeden Fall immer mit. So, haben wir denn da Nettes bekommen? Neue Handschuhe. Ja, sind schlechter als die, die wir haben. Aber was, warte mal. Plus 9 Willenskraft. CA 10 Stärke. Stärke ist mehr was für den Barbaren. Haben wir plus 7 alle Werte? Nee, wir behalten das, was wir anhaben. Hier lang. Gab's auch, glaube ich, irgendwo eine Lilith. Aber später. Lilith-Jagd gehen wir dann mal später. So. Ein bisschen mit der Story-Quest voran. Oder vorantreiben, wie man so schön sagt. Ah, guck mal, da. Das ist zum Beispiel so eine Tour, die kann man nur mit diesen Schlüsseln öffnen. Da kann natürlich auch nur Geld und Heiltränke drin sein. Das ist halt... wie bei allem hier in Diablo, reines Glücksspiel, was man daraus bekommt. Man kann aber auch legendäre Teile bekommen. Ja. So, hier muss doch irgendwo der Eingang sein. Da ist er doch. Ups. So, erstmal den Reisepunkt holen hier. Eine gute Ausbeute. Was benötigt ihr? Rava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Machen wir. Wir können ganz gut auf uns aufpassen. Danke.
Danke, danke. So. Hast du uns auch noch irgendwas mitzuteilen? Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, die Ritter sind nicht beliebt, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und das ist für die Stadt dringend notwendig. Okay. So, da gibt es auch noch eine. Ja, hier gibt es mehrere Nebenquests. Aber wie gesagt, die machen wir später. Oh, da haben wir. Haben wir was abgeschlossen? Regionsvorschritt. Bonus 3000 Gold. Ja. So. Wo müssen wir denn lang? Warte, ich markiere mir das mal hier. Dann kriegen wir es auf der Karte angezeigt. Wie gesagt, Nebenquest machen wir nachher. Wir machen jetzt erst mit der Hauptquest weiter. Mal her, was lacht mich hier so an? Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, wir haben einen Trank bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Schau ich doch mal eben nach. Verbrauchsgüte, nee, doch keinen Trank bekommen. Mehr Fremde im Lager? Oh, da liegen noch ein paar Kräuter rum. Nehmen wir natürlich mit. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Hey! Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen. Vielleicht könnt ihr mir helfen. So, geht weiter hier. Ich war gerade auf einem anderen Bildschirm angucken. Weil da irgendwie eine Nachricht kam mit wegen Encoder, aber von der Werte her läuft alles einwandfrei. Gut, was führt euch nach Jelenza? Meine Mutter und ich studieren die Horadren. Wir sind auf etwas Großes gestoßen. Aber dann verschwand sie. Es sieht ihr nicht ähnlich, die Jagd aufzugeben. Warum ist diese Mine versiegelt? Die Minen sind auf Befehl der Kirche geschlossen. Sie sind nicht sicher. Besonders nicht für Kinder. Mutter Oberin Prava hat mich geschickt. Hat sie das? Die gehörnte Frau ist die Dämonin Lilith. Nein, das kann nicht sein. Meine Mutter hat mir diesen Namen gesagt. Ihr sprecht von der Tochter des Hasses. Hat Prava mich erwähnt? Sie war doch nicht wütend, oder? Hier steht mehr auf dem Spiel als eure Stelle. Ach,
Kommt schon. Bringen wir es hinter uns. Komm, mach das Tor auf. Auch wenn du keine Lust hast. Die verdammte Winde lässt sich nicht bewegen. Wir müssen zu Fuß gehen. Passt auf! Das ist der Anhänger meiner Mutter an eurem Handgelenk. Er gehört jetzt mir, Mädchen. Eure Mutter gab ihn mir, als ich sie und ihre Begleiterin ziehen ließ. Vielleicht sollten wir zurückgehen und die Ritter holen. Und meine Mutter die ganze Zeit über in Liliths Obhut lassen? Nein, ich gehe weiter. Oh. Na komm. Und jetzt noch der Teleport. Teleport kommt aber... Oder hätte ich schon... Nee, einer fehlt noch. Dann können wir endlich die Hydra leeren. Wo müssen wir denn lang hier? So. Weil also hier mit der Story, mit dem Story Quest kenne ich mich auch nicht aus. Die habe ich in der Beta nicht gespielt. Story Quest. Da haben wir nur die ganzen Nebenquests gemacht und halt so ein bisschen gegrindet. Die Dungeons. Die Story Quest habe ich auch für mich aufbewahrt. Zum Release hier. So. Laufen überhaupt richtig? Ja, scheint so, ne? War ja klar, ne? Guck einmal auf die Karte, kommt ein Monster um die Ecke. Kein Aufzug. Die Blockade muss sich weiter unten befinden. Ist nichts, oder? Nee. Wieder mehrere Wege, wo man hergehen kann, ne? Ich liebe es. Ach, egal. Weißes Zeug brauchen wir eigentlich gar nicht mehr einsammeln, glaube ich. Meine Begleiter eigentlich abgeblieben? Haben die sich verkrümmelt? Hm. Ach da. Wartet mal, jetzt bin ich doch wieder draußen, ne? Was für eine Tür soll ich denn untersuchen? Wollen die mich
Meinen die die Tür hier? Okay. Ich mir den Weg ja sparen können. Ah, egal. Versperrt. Hier drüben. Ich kann mich zur anderen Seite durchquetschen. Hat mich auch schon gewundert, warum sie nicht dabei waren. Und weg ist er. Er ist nah an Gegner. Es gibt kein Entkommen. Diesmal kommt der Kampf zu uns. Sehr geistesgegenwärtig. Sicher. Warum sollte eure Mutter euch zurücklassen? Das würde sie nicht tun. Oder sie hätte es nicht tun sollen. Ich bin sicher, sie hatte einen guten Grund. Stürzt ein. Damage, der Magier. Der Necromancer macht auch mit seinen Minions ganz gut Schaden, nur was mich ein bisschen stört ist, beim Endboss, wenn du dann keine Möglichkeiten hast, deine Minions wieder zu beschwören, dann bist du so ein bisschen im Arsch gebissen. Sag ich mal. Dann hast du ein bisschen die A-Karte gezogen. Weil ohne seine Minions macht der Necromancer gar nicht mehr so viel Schaden. Dann wird's schon mal eng. Der Tunnel ist geschlossen. Ohne Winde sitzen wir hier fest. Seht, da ist sie. Diese Statue, das ist sie, wie ich sie gesehen habe. Lilith. Wir müssen meine Mutter finden. Ja, also das ist der Magier. Gefällt mir da schon besser. Vom Damage-Output her und von der Spielweise. Questfortschritt gespeichert. Ah, okay.
Wir brauchen Verstärkung. Nein, wir... Was war das? Das kam von jenseits des Tors. Des Tors? Hier hinten? Nein. Die Eskorte. Sie sind alle tot. Da lebt noch einer. Halbwegs. Wer hat das getan? Eine Frau. Vigo, es war eine der Frauen, die ihr geschickt habt. Nur, dass sie kein Mensch war. Sie war ein Dämon, wie die Statue. Sie behauptete, die Mutter Sanctuarius zu sein. Es war ein verdammtes Blutbad. Die andere Frau, Vennard, wo ist sie? Sie flehte um ihr Leben. Lilith verschonte sie, führte sie tiefer hinein. Gebt auf, Mädchen. Sie ist verloren. Vigo, ihr müsst mir zuhören. Der Stahl hat nichts genützt. Zauber, Gebet, alles nutzlos. Geht nach Kovala. Erzählt es Brava. Alarmiert die Armee. Den Vater, das Böse selbst, kommt auf Sanctuario zu. Tut es für mich. Er ist tot. Ich bin verloren. Eure Mutter hat mir gesagt, dieser Tand würde Glück bringen. Und ich habe ihr auch noch vertraut. Sie hat euch damit bestochen, oder? Ihr hättet sie überhaupt nicht durchlassen dürfen. Aber es ist noch nicht zu spät. Sie kann noch gerettet werden. Nicht von mir. Nicht mehr. Prava wird wissen, was zu tun ist. Ihr verlasst uns? Lasst sie im Stich? Da gibt es nichts mehr im Stich zu lassen. Sie ist so gut wie tot. Tut mir leid, Mädchen. Er hat uns wirklich einfach verlassen. Jetzt liegt es an uns. Okay, sucht nach Nellys, Nayrel. Er sucht mit Nayrel nach Lidl und Vennard. Mein Gott, aber Nayrel. Muss man erst mal lernen, wie man den Namen hier richtig ausspricht. Ich glaube, das E hier hinten wird nämlich gar nicht mitgesprochen. So. Was ist das? Lilith kann nicht weit sein. Kai trifft über uralten Symbolen. Lilith zeigte mir die hässliche Wahrheit über unseren Kosmos. Den ewigen Konflikt. Seit jeher kämpfen Engel und Dämonen um die Herrschaft über die gesamte Schöpfung. Zu welchem Zweck, frage ich. Und sie lachte nur. Was ist das, genau? Liliths Blutblüten. Wie eure Gedanken rasen. Ja, ich bin Lilith, Mutter von Sanctuario. Tochter des Hasses. Ich habe, was ihr sucht. Ihr dürstet nach Wissen. Ihr habt auf der Suche danach euer Kind durch ganz Sanctuario gezerrt. Nein, ich habe sie gelehrt, wie man überlebt. Ist es das, was ihr glauben wollt? Macht euch nichts vor. Ihr habt Fragen. Ich habe Antworten. Ich kenne das Gefüge des Kosmos. Alles, was ich gelesen habe, warnte mich vor euch.
Ihr habt so viel gelesen. Und doch wisst ihr so wenig. Nehmt ihr mein Angebot an? Ich weiß nicht. Lasst ihr es mich versuchen? Ich will es versuchen. Eure Mutter ist am Leben. Sie kam mit Lilith hierher. Wie könnt ihr euch da sicher sein? Oh. Manchmal sehe ich Visionen der Vergangenheit. Ich habe sie gesehen. Was? Wie? Liliths Blüten. Ihr Blut wurde mir einst verabreicht. So, dann geht's weiter. Nicht mit mir. Das ist noch einer. So. Ach guck, da ist doch mal eine Nachricht. Lilith sah eine Möglichkeit, den ewigen Konflikt zu entrinnen. Sie sagte mir, es hätte mit der Verführung des Engels Inarius begonnen. Die ganze Zeit über war er so fehlbar wie jeder Mensch. Ich glaube, hier hinten. Ja, ich glaube, jetzt ist eine Sackgasse. Aber wir gucken uns nochmal eben den Text hier an. Lilith ist die Mutter Sanctuarius. Irgendwie spürte ich, dass dies die Wahrheit ist, als sie es zu diesen Rittern sagte. Jetzt weiß ich auch, warum. Sie benutzte Inarius, um diese Welt zu erschaffen, um Zuflucht vor den ewigen Konflikt. Oh, wir hatten schon wieder ein Level-Up. Gar nicht mitbekommen. So, wir müssen noch einen Skillpunkt verteilen, ne? So. Beim nächsten Mal können wir dann endlich die Hydra lernen. So, hier ist nichts, ne? Und da ist wahrscheinlich eine Sackgasse. Oder geht's hier weiter? Nee, hier geht's sogar weiter. Hey. Mein ganzes Leben lang habe ich auch... Oh ja, den müssen wir erst noch wegmachen. So, ist ja noch einer, der uns stören könnte. Nö. Also noch einmal. Mein ganzes Leben lang habe ich nach dem Ursprung der Menschheit gesucht. Und die ganze Zeit war sie es. Aus der Vereinigung von Engel und Dämonen entstand die erste Generation der Menschen. Sie waren mächtig. Sie konnten Berge versetzen und Meere erschüttern. Wo geht's denn hier lang? Einen Moment. Hier kommen wir nicht durch, ne? Jetzt hier. Ah, hier geht's lang. Oder auch nicht. F ansehen. Schwarzer See. Okay. Da kommen wir bestimmt auch noch hin.
Frage ist nur, wie kommen wir jetzt hier weiter? Und da sind wir gekommen, ne? Vielleicht müssen wir hier weiter. Hier runter. Ah. Ah, dort. Gut, aber erstmal hier lesen. Sie war so stolz, als sie diesen Teil erzählte. Lilith und Inarius zeugten zusammen einen Sohn, Radma. Er ist ausgesprochen weise und war der Erste, der die Macht der Nekromantie entschlüsselte. Sie sagte, sein Versteck liegt tiefer in... Ja, tiefer wo drin? Hier drin? Ich dachte Endboss. Aber hier gibt es erst noch mal eine Notiz. Liliths Blüten. So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurdet? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Radma, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Okay. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Radma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Öffnet das Tor. Treffen wir jetzt auf Radma? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Das ist ja wieder die Frage, ne? Links oder rechts? Nee, hier waren wir noch nicht. Ne?
Ich glaube, wir sind einmal im Kreis gelaufen, ne? Jo, ja, ich glaube, dann laufen wir hier zurück. Das ist ein bisschen kürzer, so wie das aussieht. Auch noch mal eine Notiz. Fast übersehen. Lilith öffnete mir die Augen für Inarius' Zerbrechen. Er hinterging sie, verbrannte sie, er stahl die Macht ihrer Kinder. Er ist der Grund, weshalb wir schwach sind. Der Grund, weshalb wir sterben. Er stürzte uns ins Unglück, weil er uns fürchtete. Wir werden ihm zeigen, dass seine Angst begründet war. Moment. Was? Ja, man sollte seine Kinder nicht verärgern. Das könnte böse enden. Gehen wir hier weiter. Widerstand gegen Feuer, Kostenreduktion für Mana um 1,714 Stärke. Das ist. Ja, komm. Was haben wir hier? Widerstand gegen Feuer, Widerstand gegen Gift. Plus 7 Überwältigungsschäden, 11. Maximal Leben und 3 Mana. Plus 3 Mana. Yo. Welchen nehme ich denn dafür raus? Es ist nicht so einfach. So. Weiß Lilith, dass wir kommen?